Ich höre ihn doch. Was geht? Herzlich willkommen. Heute spielen wir wieder Like a Dragon. Irgendwie ist heute alles doof. Die Grafikkarte hat rumgesponnen, hat den PC abgeschossen. Ich wollte dann Minecraft wieder starten. Das läuft nicht mehr. Ja. Also. Ja, heute ist ein bisschen irgendwie blöd alles. Aber dafür können wir jetzt hier entspannt Like a Dragon spielen und ein bisschen die Story weitermachen. Wir müssen jetzt hier zum zur Survive Bar und dann geht's ab nach Hawaii. Ich verstehe, Akarawa hat es nie, dass Akane lebt und es ihr gut geht. Könnte sein, aber für mich klingt es, als wäre alles vorherbestimmt. Vor allem, weil Akane Araka weiter im Ungewissen lassen wollte. Ah. Ja. Die Dinge haben sich geändert, seit der Bots tot ist. Wer weiß, ob sie mich sonst überhaupt treffen würde. Also, was wirst du tun? Willst du nach Hawaii aufbrechen? Na klar. Aber es geht nicht so sehr darum, dass ich meine Mutter treffen will. Es geht mehr darum, der Frau meinen Respekt zu zollen, die der Boss geliebt hat. Ist ja sozusagen meine Pflicht, verstehst du? Was auch immer deine Gründe sind. Bei ihrem Alter freut sie sich sicher, ihren Sohn nach so langer Zeit zu sehen. Warte mal, du warst noch nie im Ausland, oder? Oh. Das wird mein erstes Mal. Zum Glück habe ich die Flugticket bereits. Captain Savaroshi hat sich bereits darum gekümmert. Ich muss wohl ein Taxi nehmen, der Rest wird sich ergeben. Ah. Klar, sicher gibt es auch Touristenführer, die Japanisch sprechen. Was, wirklich? Hm. Im Laufe der Jahre sind viele Japaner emigriert. Wenn du mit Leuten meines Alters über das Reisen sprichst, denken sie oft zuallererst an Hawaii. Erinnerst du dich noch an all diese Quizshows von damals? Der große Preis war meistens ein Urlaub auf Hawaii für zwei. Ein Urlaub auf Hawaii für zwei. Stell dir mal vor, du reist mit Sarshan dorthin. Das wäre was, oder? Als ob sie jemals Ja sagen würde. Ihr habt euch also immer noch nicht vertragen? Die Nachricht, die ich ihr letztes Jahr geschickt hatte, ist immer noch auf ungelesen. Scheiße, wirklich? Was zum Teufel habe ich falsch gemacht? Hey, lass uns doch einfach vergessen, okay? Und sag mal, musst du nicht packen? Oh, stimmt. Packen für die große Reise. Und du musst dich gut über Hawaii informieren. Hüte dich zum Beispiel vor weißen Taxis. Eine Menge Japaner werden über den Tisch gezogen, weil die Gauner denken, wir wären alle treu doof. Oh. Weiße Taxis, ja. Oh, und noch eine Sache. Ja. Bevor du dich aus dem Staub machst, solltest du vielleicht Arakawas Grab einen Besuch abstatten. Du hast recht, das sollte ich. Nicht wahr? Okay, dann besuchen wir morgen zuallererst. Lass uns aber für heute Abend Schluss machen. Jo. Hey, kein Grund zum Trübsalblasen, wir machen das zu dritt. Hey, danke. Na. Also wollen wir? Mir fällt gerade auf, dass ich noch nie bei Arakawa Grab war. Ja, ich auch nicht. Ich war schon länger nicht mehr. Augenblick, ich hole uns ein Taxi. Okay.
So, dann fahren wir doch mal zu Arakawas Grab. それでは出発。行ってきます、親さん。親さんが愛したっていう茜さんのところへ。 茜さんが生きてることも、お前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。うん、おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。 血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけど。な、俺の父親は2人、ここに眠ってるおやっさんと誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎。それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。 お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。 おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。うん、bisschen makaber, aber okay. Ja, eigentlich schon. Aber ich komme nicht mehr rein. Ich hab's eine halbe Stunde probiert. Bei mir ist der PC gecrashed beim Login-Vorgang. Und seitdem geht's nicht mehr. Ja. Also ich hab's wirklich versucht. Also ich denke mal, da ist irgendwo mein Speicherpunkt eingeloggt und ich komme da nicht raus. So, ich will Adachi und Nanabe nicht warten, dass sie vom Taxi-Flughafen nehmen. Hm? Du bist da, Nancy? こいつは俺の相棒で、ザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来、俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたら、すっかり気に入ったらしく。今はさすが。ライダー。あ、まだ、フィッシュビーフ、サンドレスペシャルやったやつ。そうだ。ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも、誰か世話してくれる人か。 足立さんとかに頼んで。嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー冷やがるかもしれねえし。ったく、分かったよ。相棒だもんな。おめえも一緒にハワイに行くか。よしよし。オーマイガッド。 Wir nehmen jetzt einen Krebs mit. Oh Gott. Aber ich habe den Server hoffentlich nicht wieder abgeschossen.
So. Dann wollen wir mal hier unten gucken. Oh Gott. Okay. Tsuchimon der zweiten Generation. Okay. この街はこういう言い方やつもたくさんいる。わすか。いや、そうだったね。よっしゃ。おい。ショート。勝ち行こうぜ。よし、やるぜ。ほら。ほら。This spiel, ey. Okay. Und damit haben wir den. Sauber. Ja, das war meine erste Vermutung, die ich hatte, dass vielleicht mein Speicherort defekt ist. Nicht speichert, sondern die Basis da irgendwas hat. Aber wenn du sagst, dann ist wirklich der Login von mir da zerschossen. Ich denke mal, mit dem nächsten Neustart wird das dann irgendwie behoben. コウモリ男か。変わらずスジモン登録に励んでくれているようだな、カスガ。感謝するぞ。お?久しぶりだな。あんたは誰だっけ?ファッスヘラ?俺だよ、俺!ドクター森笠!通称、スジモン博士だよ。 Ja, ich glaube, Kelvin sagte was davon, dass der immer nachts einmal neu startet. Glaube ich. Und sonst muss man mal nachher gucken. Sujimon-Hakase? 全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそ。まあいいや。この人はスジモン博士っていう、スジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依来されていたんだ。オッケー。それ、さて、ちなみにスジモンとは、その筋のもの。 という意味だ。筋のもの。筋も。筋も。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでる。全てはこの世界の平和のため。この世界、特にこの異人町は。 危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで。だから俺はデータを集めて、誰が危ないのかをしっかり定義することで、一般人が危険な目に遭うか。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材として持ってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、スジモンデータ収集は相変わらず続けてくれているのか。 Ah, okay, das erklärt es. Okay, dann. Wir können ja mal gucken, ob ich da vielleicht gleich Zugriff bekomme. いらないかなと思って。じゃない。もう一回入れさせてもらうからな。
Okay. Der Tsuji-Dex ist eine App, die Daten über gefährliche Wesen aufzeichnet, die in der Stadt leben, Tsujimon genannt werden. Informier dich über ihre Schwächen, Widerstände, Skills, um dich auf den nächsten Kampf vorzubereiten. Wenn du einen Tsuji-mon besiegt, gelangst du an seine Daten, aber wenn du verlierst oder entkommst, bleibt der Eintrag unvollständig. Okay. いや、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ、使えるが。お前、ハワイ行って言ったら、スジモンのメッカと言われてる場所だぞ。え?そうなの?おお、最高の南国リゾートだから、裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだ。それに、スジモンたちを使ったとある大会も開催されている。 Noch eine Frage nebenbei. Ich habe gestern rausgefunden, wie man das Morgen richtig upgradet. Anscheinend muss man das Caliburn vorher maximal upgraden und den Cap erhöhen. オッケー。わかったよ。それじゃな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。オッケー。 Ja, sauber. Deswegen habe ich gestern auch keine, wie heißt das? Keine Dead Kings mehr gefunden. Müssen wir hin? Ah, zur Tramstation. Okay. Oh, das war einfach. Lila bedeutet stärkere Gegner. Oh. Haben wir es jetzt mal mit schwereren Gegnern zu tun? Okay. Also die hatten jetzt... So, die waren jetzt mit Lila. Aber so viel schwerer sind die jetzt auch nicht. Okay, das Blocken ist ein bisschen... Ah. Gott, Blocken kriege ich nach wie vor nicht hin. Schon mal einer weg. Nummer 2 kriege ich nicht. Und 3.
Oh. Verdammt. Okay, die sind doch ein bisschen stärker. Die sind bedeutend stärker, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir haben sie platt gekriegt. Also. Ich hab Bienen angefertigt, die die Runen auch herstellen können, was richtig cool ist. Also ich kann dir da gerne, ich glaube jetzt mittlerweile Weile unbegrenzte Runen geben. Obwohl, du könntest mal gucken, ob, wenn du welche haben möchtest, kannst du eigentlich mal gucken, ob du Zugriff auf mein Storage bekommen kannst. Das müsste vielleicht sogar schon funktionieren. So. Auf Kämpfe habe ich aktuell keine Lust mehr, aber die Story würde ich gerne weitermachen. Ah, ich muss darüber. Okay. So. Ja, genau, das hatte ich nämlich auch gerade in Erinnerung, dass das ja eigentlich klappen müsste. お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産は馬鹿で宮夏以外な。ね。ありがとね。あたしさ、ナンバ。そんじゃ、行ってくるわ。 気をつけていけよ。 Okay, auf nach Hawaii. Oh mein Gott. Der Controller dreht durch.
やっぱハワイの日の出は一味違うね。 Ja, bei mir ist irgendwie die Grafikkarte weggecrashed. Total nervig. Davor hat natürlich die Rufbereitschaft noch genervt und ja. ちょっといいかい。こういう時は遠慮しねえでズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。ほら。助かりました、お客様。ありがとうございます。いや、出過ぎた真似しちまったね。ご親切にありがとうございます。 慣れていらっしゃるんですね。まあ、昔車椅子のダチがいたもんだよ。ああ、それでですか。あんたは観光かい。そうですね。ええ、そっか。お互い楽しめるといいな。じゃあ、そちらこそボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ。良い旅をって意味です。<笑>お Bon voyage! Aloha! Wäre schon nett, wenn der Taxifahrer Japanisch spricht. Oh. Ah. Okay. Dann haben wir jetzt Solaris. Ah, okay. Muss ich wirklich mit dem hier sprechen? Das war nix, der Falsche. Und der kann wahrscheinlich auch kein Japanisch. Jo. Hast du mal eine Sekunde? Oh, cool. Arigato. Oh. Okay, aber was zeigt er da? Oh, hätte ich auch vorher sehen müssen, ne? Aloha. Aloha. Kore nanda kedo yo. Hm? Nihongo hanaseru kai? Oh, yometa?
日本から来たの？大丈夫だよ。さあ、乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか。Der verarscht uns doch, oder? 楽しんでってよ。Ah, das Zocken im Auge. Der verarscht uns. お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。Oh ja. So, das auf jeden Fall. 実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で、母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ俺と一緒だな。へえ、そうなの？ああ。俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。うん。Sollte reichen, oder? Dann kannst du dir gerne ordentlich was von wegnehmen. Oder ich hab direkt ein Rezept eigentlich für die Enderperlen. Oder diese Enderorbs. もう着くのか？日本で調べたときはもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。ん？おお、was kommt denn jetzt？おお。Ja, die zwei Bienennester mussten halt voll werden. Ja, mach dir einfach welche. Also das sollte auf jeden Fall, ich habe alle Ressourcen in Massenproduktion, das sollte also passen. おい、映って腹決めてるやつは目を見りゃわかる。多分あんたも経験すりゃわかる。オッケー。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。な、舐めやがって。いい気になってんじゃねえぞ、この野郎。ありがね、全部いいな。タクシー betrüger、オッケー。よし、やるぜ。
けてみな。ナイス。Oh, das hat nicht geklappt. Oh. Was zur Hölle? Wie gemein war das denn? Okay, aber dafür haben wir ihn jetzt platt gemacht. Ein Safe-Löschel und Tsuji-Deck-Taxi-Betrüger. Nice! と仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。なんだ？自首でもするつもりか？捕まるのはお前だ。はあ？おい！あ、それはあかねさんの！てめえ、吐き出せ！吐き出せ！おわっ！おー、まーん。何の話ですかね？タクシー強盗さん。なんだと？ Officer, help! I'm being robbed! This hoodlum wanted money.And she pointed a gun light at me. Mamma, so it's no you go to money, you get them, eh? All right, smart guy. Put your hands in the air and turn around. Wakata, just wait a minute. Get on your knees, right now. Hey, I'm going to explain. Ora, Hawaii, I'm going to get back. Goto, じゃねえって. Yeah, unless that's scumbag. I'm pissing myself over here. So, なんだ俺が?まあ見やがれってんだよ。How the officer? That man is not safe. ボンボヤージの兄ちゃん? Who you should be arresting is the driver. He is real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing.What a turn! Yeah, 助かったぜ。危うくハワイに来た途端、豚箱行くとこだった。本当、災難でしたね。私も驚きました。でも、兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たとこで、ヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたから。やばいタクシーって見ただけでわかるもんなのか。実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです。観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな。おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ、やべえぞ、封筒に住所が書いてあったのに。封筒って、もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？
Anstatt einfach den Captain anzurufen. Ja. Masaka, na, deijina mun nakus to omotte nee kara yo. Alles klar. So desu ka. Ah, chotto matte kudasai. Moshikashitara. Hm? Moshikasuruto nantoka naru kamoshirenai desu. E? Honto ka yo? Sakki watashi ga totta naka ni Kasuga-san no tegami mo utsutte imasu. Araku te yomemasen kedo, chotto data o ijireba tabun. Jūshō ga wakaru? もちろん、これも何かのご縁です。ただ、PC での作業が必要で、一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか?もちろんだ。おんに切るぜ、Aちゃん。Aちゃん。Aちゃんよ。あ、ちょっと慣れ慣れしかったか。 いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ、行きましょうか。 Okay, cool. そうだ、春日さん。お腹空いてません? ああ。そういや、こっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきたわ。 でしたら、ちょっと食べていきませんか? 私も食事がまだだったので。 いいね。ハワイの飯か。楽しみだぜ。前によく行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。カズカさんは苦手なものとかないですか?どんなんでも植えるかもだよ。お前は何出しても美味そうに食うなってよく言われる。安心しました。あ、スラフトオートマートショーケー。Aちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。 ただ、あんまり高いとこだと、ちょっと懐具合がよ。ご心配なく、ごく庶民的な店ですよ。へへへ、それよかった。へへへ、旅行ってのはいいよな。こういう新しい出会いがある。いきなり出くわしたのが強盗でなきゃ、もっとよかったけどよ。ですよね。でも、 本当に滅多にあることじゃないんです。そういや、あの強盗どうなったかな。警察に撃ち殺されたりしてねえか。あんな奴のこと心配するんですか。いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。すごいですね、春日さんは。なかなか言えませんよ。銃を向けてきた相手にそんな言葉。そうかい。ハワイの解放感で オーラから気持ちになってんのかもな。春日さんは ハワイの料理と言ったらまず何を思い浮かべます? そうだな。ロコモコだっけか? あれは聞いたことあるな。 ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ? ごちそうすぎて恐れ多いぜ。 美味しいですよね。 最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。 おー、マヒマヒ? 白身魚です。 大きいと2メートルくらいある魚で。 おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんな、でけえ魚釣ったら、いい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば、春日さんはどれくらいハワイにいるんですか?どうかな。まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだい。あ、そうなんですか。じゃあ、お仕事で。いや、 仕事でもなくてさ。え?ここまで来たら行っちまうけどよ。俺が赤ん坊の頃、生き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ。その人に会いに来たんだい。
生き別れ。嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。Gott, was geht denn bei dem Meer ab? じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんの。そうなんだよ。まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか？エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ。春日さん、じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。へへ、頼りにしてるぜ。Interessant. Mal gucken, ob wir die wirklich bekommen oder erstmal 570 Nebenaufgaben machen müssen. Ja. Schön, dass es dir gefallen hat. Was für eine Aussicht. Normalerweise gucke ich mir das hier 1000 Mal besser. Ja. Mehr zu schätzen. Mal nach Hawaii zu kommen. Ja, das ist es. Oh. So. Ja, muss man halt mal. Und wer ist das, was ihm passiert ist? Ach, was bringt eigentlich bei so einem langes Gesicht zu machen? Wir sollten weitergehen. Oh nein. Schal wurde aus dem gesagt. Ah, wirklich. Ich kümmere mich drum. Kannst du das an? Was sagst du dazu, Aisha und Kasper? Ist schon raus und kommt raus. Natürlich. Hey, wir können ins Meer. Okay, in dem Teil müssen wir auf Müllsuche im Meer gehen. Okay. Okay, wir können kraulen, so wie schneller laufen und können dann tauchen. Und jetzt aktuell suchen wir nach dem Schal und finden Plastikflaschen. Okay. Aber interessant, sowas mit ins Game zu bringen. Ah. Wir haben den Schal gefunden. Sauber. Hey, tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe. Danke, dass du den Fremdenführer für mich spielst, Aishan.
grundgütiger. So habe ich schon lange nicht mehr rumgebrüllt. Tja, das tut mir auch leid, wirklich. Aber jetzt lass uns gehen. In der Aufmachung? Oh, stimmt. Fast vergessen. Warte kurz. So, auf geht's. Wow, die Palmen sind riesig. Genau so habe ich mir Hawaii vorgestellt. Stimmt etwas nicht? In Japan pflücke ich mir immer Persimonen von den Bäumen. Ist das hier verboten? Weiß ich nicht. Bin noch nicht auf die Idee gekommen. Aber ins Gefängnis werden sie... Oh Gott, achso. Gut zu wissen. Aber ich weiß es nicht sicher. Hey, was machst du da? Klettert der jetzt eine Palme hoch? Was meinst du? Ich pflück mir was. Wie bitte? Die habe ich als Kind mal in einem Anime gesehen. Dieser... Oh Gott. Das sah so gut aus. Haha, das wollte ich schon immer mal machen. Aber die verkaufen Kokosnüsse und sind gleich da drüben. Klar, aber selbstgepflückte schmecken doch viel besser. Ich würde gerne hochklettern, aber das sieht leichter gesagt als getan aus. Vielleicht, wenn ich mich richtig gegen den Baum werfe? Ernsthaft? Sowas macht doch nur kleine Kinder. Das würde nie... Hock. Hey, sieh dir das an. Was? Cool. Ist sogar schon aufgegangen und die ist noch voll. Okay, dann wollen wir mal. Wow. Einfach so stumpf gegen Baum laufen. Wowza, das ist der Hammer. Oh, und wupsi, wo bleibt meine Manieren? Hier, nimm auch einen Schluck. Aichan. Ach nein, danke, ich verzichte. Komm schon, dann musst du mal probieren. Ist richtig lecker. Dein Hals ist doch vom Brüllen vorhin bestimmt noch ganz trocken, oder? Jetzt trink schon. Woher weißt du das? Bei dem Husten wusste ich sofort Bescheid. Hier, man muss auch mal was Neues probieren. Schön, gib her. Die ist wirklich gut. Ich hasse Kokos. Habe ich doch gesagt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine so frische vom Baum gegessen habe und sowas Kindisches gemacht habe. Hey, macht doch Spaß, oder? Es tut keinem weh, ab und zu mal rumzualbern. Die Dosis macht das Gift, schätze ich. Naja, wir sollten weiter. Es wird bald dunkel. Oh, stimmt. Lass uns gehen. Hey. Mann, hier ist aber was los. Das ist der ganze Tag lang so. Es gibt auch viele Läden in der Gegend. Sieh nach einem guten Ort aus, um Souvenire zu shoppen. Was ist denn? Aichan, was ist da drüben los? Ach das, die wollen sie wahrscheinlich anmachen. Die haben sie immer auf die Touristen-Tinnen abgesehen. Das passiert ja überall. Aber sie sieht aber gar nicht glücklich aus, oder? Sieht so aus, dachte ich mir. Ich dachte nur, vielleicht bedeutet das im Ausland was anderes, aber sieht nicht so aus. Tut mir leid, kannst du kurz hier warten? Okay. Ah, nicht schon wieder. Ich hab Nein gesagt. Komm schon, Kleine, du brauchst keine Angst haben. Komm mit uns, das wird lustig. Hello there, pardon me. Was zur Hölle willst du? Ach, scheiße. Person sehr. Wie war das Wort? Ach. Man, Lady sehr. Sie ist problem nicht gut, okay. Was geht bei dem Typen? Vielleicht können die auch kein Englisch. Die Frau, sie ist problem nicht gut. Hey, zieh Leine oder willst du auf die Fresse? Das verstehe ich. Mit Englisch habe ich es nicht so, aber Prügelsprache ist ein anderer Fall. Was machst du denn, Kazuka? Hey, Aichan, vertreib dir kurz die Zeit, ich muss die aufmischen. Das ist jetzt aber wirklich bescheuert, Kazuka. Die können ein bisschen wild werden. Halt lieber Abstand. Normalerweise würde ich da sogar machen, aber ich kann dich doch nicht hängen lassen. Lass mich dich... was? Ernsthaft? Na gut, Alter. Oh mein Gott. Kann losgehen, was? Dann kommt her. Okay. Der Typ glaubt wohl, er ist eine große Nummer, was? Machen wir ihn fertig.
Oh, mit dem Surfbrett. Oh. Boost. Nice. Oh Gott. Hilfe. Okay, er träumt von der nächsten großen Welle. Das ist schön. Super, ein K.O. gehauen. Oh, das habe ich nicht erwischt. Ey, steh auf. So, und go. Okay, und Nummer 2 platt. Und Nummer 3. Oh, nice. Rang erhöht. Heroischer Stil. My bad. Entschuldigung, wir haben unsere Lektion Sie haben gesagt, dass Sie nie wieder machen. Glaube ich gerne. Kann ich etwa plötzlich doch Englisch oder was? Fragst du mich? Entschuldige den ganzen Aufruhr, du bist jetzt in Sicherheit. Oh, muss mir nicht, keine große Sache. Du hast mich gerettet, danke. Ah, du bist so gut aussehend. Darf ich dafür vielleicht revanchieren? Mein Hotel ist die Straße runter. Hm? Komm schon, ich verspreche, es wird lustig. Oh, hey, also ich habe auch mitgeholfen. Tut mir leid, Schatz, ich bin eher ihr Typ. Ah, naja. Sie scheint die Vorzüge von Rauchtypen wie mir nicht zu kennen. Okay. Es wäre schön, ein bisschen was auf der Insel zu erleben. Wird Zeit, zu deiner Wohnung zurückzugehen, oder? Ja. Wie wär's, wenn wir uns noch was zum Essen holen? Die Sonne geht gleich unter und bei mir gibt's nicht so viele Läden. Gute Idee. Kannst du dir was empfehlen? Das Kaffee da drüben. Die fantastischen Thunfisch-Salat-Sandwich. Okay. Das Kaffee? Ja, alles klar. Warte kurz hier, ich hole uns ein paar Sandwich. Danke, nett von dir. Verschwindet der jetzt einfach? Aloha! Willkommen, leider wird unser Kampf gerade gewartet. Kauf unsere 1 und 1. Okay. Oh, 2. Thank you! Vielen Dank, morgen muss man wieder einsatzbereit sein. Dankeschön. Hoppala. Oh. Ja, bitteschön. Wow, danke. Okay, und jetzt haben wir uns. Ob geht's? Okay. さすがハワイだな。どこもなんつうか華やかだ。気に入ってもらえてよかったです。私が普通に歩ければもうちょっと紹介できる場所もあったんですけど。んなことねえって。えいちゃん、車椅子は長いのかい？いえ、仕事帰りに事故にあって、それ以来だから4、5年ですかね。事故か。大変だったな。ええ、まあ。
春日さんのお友達はどうだったんですか？車椅子の。なあ、こっちも事故だな。赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ。俺は10代の頃にその人と会って何年か付きっきりで車椅子を押してた。俺はその人の足代わりになりたくて必死だった。でもそんなことあの人は望んじゃいなかった。もう少し早くそのことに気がつけりゃな。春日さん。ああ、終わり。独り言だ。バスマの方してんか。大切なお友達なんですね、その方。ね、そうだな。兄弟みたいなもんだと思ってる。兄弟。まあ、こっちが勝手に思ってるだけだけどな。道、こっちでいいんだってか。あ、はい、大丈夫です。よっしゃ。Cool. Ja, und schon wieder ganzen Haufen Story. Kasuga-san wa kitto otomodachi ga takusan iru ndeshou ne. Nante iu ka, kiyasuku hanaseru funiki ga arimasu yo. Arigato yo, Eijan. Moshi yokattara, kondo Nihon de dachi wo shoukai suru ze. Sonna, watashi nan ka kitto ojama desu kara. Daijoubu datte, douse hima shichatte kara yo.さっき春日さん言ってましたけど、お住まいは横浜だったんですね。なあ、偉人町だ。初めてあの町に行った時は俺銃に撃たれたばっかでよ。そこのホームレスに命を助けられたんだ。さすがに今のは話盛りましたよ。本当だって、俺人生で一度も嘘ついたことねえんだ。また盛りましたね。ほら見てみ、ここの胸んとこまだ撃たれた傷が残ってんだ。本当だ、それ本当に銃の跡なんですか？おお、その時俺を助けてくれたのがさっき言ってた俺のダチでさ、一度会社に勤めたんだがよ、最近また無職になっちまったんだ。ああ、そうだった、なんか思い出してきちまった。俺のせいでみんな仕事にあぶれちまって。どうしちゃったんですか春日さん。ああすまねえ、まだどうも引きずっちまっててよ。詳しい話は分かりませんけど、春日さんのお友達ならきっと気にしてませんよ。優しいこと言ってくれるじゃねえか、エイちゃん。はは、どういたしまして。Wo sind wir hier eigentlich?春日さん着きました、ここです。お、ここか。じゃあお邪魔するぜ。どうだいエイちゃん、なんとかなりそうかい？今デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな、俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所読めそうです。おお、すげえ、どうなってんだこりゃ。お役に立ててよかったです。いや助かったぜ、ありがとよエイちゃん。ナイス。なっ、お、あ、お前タクシーの、サビサビ、こいつらで間違いねえんだな富澤。あ、はい、間違いないです。ヤメさん。はあ、なんだこいつ。 あれこいつ見た顔だぞ。
Yutaka Yama. Okay, Yamai. Ah? Doko de dakke ka? Ah, so da. Kasuga da. Kasuga ichiban. Hey, 驚いたな。お前ら知らねえのか？極道大海さんの MVP だよ。え？何しに来やがった、お前ら。下手打った強盗が逆ギリしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし、工面はできそうだ。ヤマイさんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだがな。ちゃんと三食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって。クラス。そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざなおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC にまだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ。ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。Na, was zur Hölle? Jetzt dürfen wir gegen die kämpfen, oder was? Kasuga-san, ich will auch supporten. Danke, Eijan. Ich bin froh, dass du dich nicht mehr verletzt hast. Okay, einen umgehauen. Zwei umgehauen und dann fehlt nur noch Performance-Verbesserung. Okay, dann fehlen nur noch zwei und der Boss. Okay, warum macht er den Blumentopf kaputt? Yes. Kasuga-san, Chance ist. Kankan, ich bin. Hurra! Bam! Sauber! Dann haben wir die jetzt auch umgehauen. Und dann geht's wohl jetzt gegen den Chef.
だらしねえな。おいよ。Yutaka Yamae. Wow.大丈夫です。ただ復旧に少し時間が。俺の番だ。ガツンと行くぜ。Schön immer einen reinkloppen. Oh, und der kann zweimal angreifen. Dankeschön.Oh, ich sollte was essen. Achtzig, krass. Und noch mal rauf. 76, sauber.Antizipation. Okay, was kriege ich da? Verteidigung, okay. Wow, knapp. Oh.Nice. Aww. Ja, und damit haben wir Yami besiegt. Richtig gut.Oh, $60. Wow. Und Stufenaufstieg. So muss das. Sorry, Hei-chan. Otte ga kuru tomo wakaranai. Nigeru ze. Hai. PC wa bushi desu. Jūsho no gazo data mamore kirimashita yo. Ima Kasuga-san no sumaho ni okutte agemashita kara. Honto ka? Ore no sei de koei omoi sase chimatta na.でも根性あるぜ、エイちゃん。そんなやるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな、エイちゃんは俺の恩人だ。Okay, und was kommt jetzt?カスが一番か。じゃあ、カスガさん、お世話になりました。こちらこそだ。本当、世話になったよ。エイちゃんにはすっかり迷惑かけちまって。いや、いいんです、そんな。こっちもなんか。いい経験させてもらいました。自分がヤクザと乱闘するなんて思いもしなかったですから。確かにな。
それに春日さんは私と自然に接してくれましたよね。車椅子のこと左利きと右利きの違いくらいに見えてるっていうか、そういうの新鮮で一緒にいて楽しかったです。参ったなこりゃもっと褒めてくれ。時間さえあればいくらでもじゃあ、ありがとな、エイちゃん。落ち着いたらまた会おうぜ。ええ、ぜひ。旅のご無事を祈っています。お、元気でね、ボンボヤージええ、ボンボヤージュです、春日さん。Oh. Oh, das Haus sieht irgendwie ein bisschen abgefuckt aus. Okay. Koko ga Akane-san no ie ga. なんて呼びゃいいんだ？母ちゃん？いや、それはな。よし。私、春日一番と申します。 Ist das falsche Haus, oder? 沢城の頭に言われまして、はるばる日本から参りました。ん？誰？ごめんください。あ、留守か。ごめんください。Na Gott, was ist das bitte? Das wird doch jetzt völlig bescheuert werden, oder? Oh, es war mehr Story als alles andere. The Fool. Hä? それで、目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで俺は飯食う暇もねえんだ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリってたわけでもなく、全裸で往来をのし歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だな。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって。
あいつによ。オッケー。ごめんください。しました。お初にお目にかかります。あかれた。どちら様。はい。いやこりゃうめえや。よかった。ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな、突然押しかけちまって。びっくりしました。茜さんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな、自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかった。Die ist doch auch wieder eine Betrügerin oder sowas. 俺にとっちゃ、町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから、俺にとって茜さんは実の母親っつよりも、俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だから、こいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それは？その大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で、留学でこっちの大学に来てるんです。ああ。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで、茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜ。はい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おお、ありがとな。パイナップルのワインか。こりゃうまい。アナナスワイン hatte ich auch noch nicht。ハワイの隠れた名産品なの。気に入ってもらえてよかった。いや、もう飲むもん食うもん全部うまいよ。さすがハワイだ。じゃあそんな春日さんにとっておき。ねえ、ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。
こりゃまた強いの来たな。ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり、体もすごい鍛えてそうだし。私マッチョな人好きなんですよね。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そうだとも。あんたみたいな素敵な子がそんなんだと、野郎どもを勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さん、いい人そうだ。Das ist doch eine Auftragskillerin von irgendwem, oder? やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つか、やっぱ近いって千歳さん。おいやっぱり春日さんっていい人ねえ。春日さん、なんだい。茜さん、今日は帰ってこないんだけど。俺はどんな家宝問題、ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さんだったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。ごめんごめん、今のは情報だ。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ春日一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。千歳さん、あんたまだ平気な。なんだこれ。さすがにすきっぱらに飲みすぎたか。すまねえ千歳さん。グラス。Der wurde doch abgefüllt. 落としちまった。千歳さん。最初からこうしとけばよかった。え？おやすみ、春日さん。Okay. Was wird das? Okay, das zensieren wir mal eben weg. Weil ich nicht weiß, wie Twitch auf sowas reagiert. Das geht ja doch. Okay. Ein Perverser. Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. What? 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 What?
ってんだこりゃあー、wie kacke. その後、30分にわたり市街を歩き回り、駆けつけた警官に現行犯逮捕されて、ここにいると。俺はただ、アカネさんの家を探してただけなんだ。アカネさんか。生き別れの母親に会いにわざわざ日本から来て、メイドに身ぐるみ剥がされたっていうのか？頼むから信じてくれよ。信じてくれ？お前、自分の状況が分かってるのか？すっぱだかどころか、財布も ID もパスポートも持ってない。お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ、ナナシのゴンベイ。Und schon wieder obdachlos, würde ich sagen. そんなやつの言うことを誰が信用する？あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して、代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。番号知らねえんだよ。連絡の取りようがねえ。頼れる当てすらないか。じゃあ、何でもいけるな。バッテンアーシュ。何がいいかな。せっかくだ。なるべく重たいやつがいい。あったかな。おい、どうした？ああ、そうだ。あれがあった。半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。おお、びっかけ。事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一個に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人になってもらおうと思ってな。はあ？お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。ファッテンアーシュだらけだろ。アイタシェイあった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやるよ。そうだな。何、ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は署長賞は固い。昇格もあるかもな。Wie kann man sich sowas ausdenken? 日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだよ。あんたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ、来い。あえた。なあ、刑事さんよ。ああ、あんた、なんで警官になったんだい？そりゃ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある？はあ、話にならねえ。なあ、俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい？そういや、背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。
ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。あ？オラ！Holy！アバよ！ Stop right there! Hey, we got a runner! Okay, kann ich jetzt loslaufen?Okay. Oh. You're in deep shit, pal. あのパトカーは、まさか、あのパトカーは、まさか、もう手回ってんのかよ。Stop right there. Auf geht's, wir entkommen der Polizei, hoffentlich irgendwie. Ich weiß nur nicht. Es ist sehr viel Polizei. Okay.Aber wir wurden festgenommen, weil wir nackt am Strand rumgelaufen sind und nun müssen wir von der Polizei fliehen und laufen hier durch das schöne Hawaii. Wow. Hier ist übrigens die Polizei. Aber der Grund ist auch ziemlich kacke. Uns sollen Verurteilungen angehängt werden, die nicht gelöst werden können. Also übelst gemein.Mal gucken, wie es dann weitergeht. Freeze! Hold it. Tak. Hama の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、カスカ。キリュウさんですか。他に誰がいるってんだ。あ、いや、ずいぶん雰囲気が違うから。これでどうだ。オッケー。本当にキリュウさんだ。でも、なんでこんなとこに。話は後だ。もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ。キリュウさん、こんな器用だったんすか。まあな。来い、こっちだ。ナイス。In den nächsten Yakuza gelaufen.なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡ほう助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。全くです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか。俺は今ハワイである仕事をしててな。まあ人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな。たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。キリュウさんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ。Okay. いわゆるフィクサーだ。Und schon wieder so Politik. 大道寺一派。Ding. 俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。
早速ですが、仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ。そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか。聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート？ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ少しはやる気が出てきましたか。それでこっちに。キリュウさん、そんなにハワイに来たかったんですか。まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷活が一番。微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。濡れ衣を着せられたにせよ、警官殴って脱走したことは事実なんだぞ。じきに指名手配される。しばらくは俺といろ。ただ金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか。いや、それがさっぱりで。まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか。え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。え、乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。ich mag den ABC Store. ありがとうございます。Danke für die Klamotten und tut mir leid, dass ich so viel angewiesen bin. Naja, du kannst ja nicht herumlaufen, als gäbe es gerade aus dem Gefängnis, oder? Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen? Vor einer Ewigkeit. Wir dürfen nicht aufhören, ich weiß, wo wir untertauchen können. Kazuma Kiryu hat sich der Gruppe drin. Okay, dankeschön. いい調子だ。Wie viel Geld haben wir denn? Baseball? Eisenklumpen. Waikiki Street. Hey. Oh. Da können wir nicht rein. Holzbrett, okay. Gucken wir mal hier weiter runter.
Revolver Bar? Okay. Oh. Hey, was wollt ihr? Nur in Ruhe was trinken. Dürfen wir bitte durch? Ihr habt Durst? Ha! Dann müsst ihr erstmal die Eintrittsgebühren bezahlen. Wow, ich dachte, solche Arschlöcher gibt es nur in Japan. Da sieht man, wie wenig ich hier ein bisschen... Tja. Abschaum gibt es leider so gut wie überall. Ihr zwei könnt scheiße labern, so viel ihr wollt, aber wer nicht zahlt, muss fühlen. Kiros Drachenfunktion ermöglicht ihm zwischen drei Kampfstilen zu wechseln. Außerdem fügt Kyo Gegnern mehr Schaden zu. Tempo, Kraft. Der Schlägerstil ist ein ausgeglichener Kampfstil mit der einzigen Fähigkeit, mächtige Heat-Action auszuführen. Führt dazu einen Grundangriff aus, wenn du dich auf deinen Gegner oder auch andere Heat-Actions möglich. Okay. Oh, krass. Der Rauschstil überzeugt nicht durch hohe Kraft oder exzellente Verteidigung, macht das jedoch mit überwältigender Geschwindigkeit wett. Du bist viel schneller an der Reihe und du kannst zwei Grundangriffe schnell hintereinander ausführen. Nutze die größere Bewegungsfreiheit, um nahe an den Gegnern und den Tage von Angriffen einzudecken. Kiro bleibt allerdings nicht stehen, um Objekte aufzunehmen. Okay. Okay, der Tierstil opfert Gewandtheit und Reichweite für mehr Angriffskraft und Verteidigung. Außerdem wird mit dem Tierstil der Grundangriff zu einem Haltegriff, der Gegner mit aktiver Deckung schweren Schaden zufügt. Dir mangelt es zwar an Beweglichkeit, aber wenn du erst einmal die in Reichweite bist, bekommst du hier einiges ab und weg. Okay. Oh, krass. Okay. Ja, das war nicht gut. Aber dafür machen wir den jetzt platt. Nee, noch nicht ganz. Oh, krass. Der ist echt stark. Und wir sind ziemlich schwach, muss ich sagen. Nice. Okay, und $150 dafür bekommen. Super. Ah, keine gute Idee. Tut mir leid, Kumpel. Hier, das ist für euch okay. Hm. Mann, die haben uns Geld. Mann, die haben uns Geld da gelassen. Deshalb füllen wir die Grünen ein. Hier laufen viele solche. Man muss vorsichtig. Einige von denen sind Profis. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? Besonders wenn es um eigenes Leben geht. Am besten trägt man einfach Waffe bei sich. Verstanden. Du sagst sowas wie nicht ohne Grund. Klar, hier sind unangenehme Typen unterwegs, aber Waffengewalt? Bei Yamabiko sollten wir fündig werden, hm? Das sieht eher nach einem Souvenirladen aus. Bist du dir sicher, dass wir fündig werden? Ja. Souvenirläden sind heutzutage nicht zu unterschätzen. Das Angebot ist ziemlich groß und sogar die günstigen Sachen sind hochwertig. Für unsere Zwecke sollte das reichen. Du könntest mit dem Geld, was du von den Gangstern bekommen hast, was Feines kaufen. Wirklich? Naja, schade, nicht vorbereitet. Lass uns schnell rübergehen. Und ja. Aloha. Aloha, willkommen.
Wie viel Geld habe ich denn noch? Okay, kann ich noch kaufen. Und einmal Grundausstattung bekommen. Bankkarte, du kannst Geld abheben oder einzahlen. Kontostand 0. Okay. An Geldautomaten kannst du Geld einzahlen und abheben. Alles auf, dann kann es hier auch, wenn du im Kampf besiegt wirst, sagt man, schön sparen. In der Zeit hast du in der Not. Geld einzahlen. So. Ich glaube, ich gucke jetzt noch mal eine Runde in Minecraft rein. So. So. Warum ist denn das instabil? Sieht alles gut aus. Aber Twitch sagt instabil. Komisch. Mal gucken, ob wir das starten können. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Hm. Oh, jetzt geht's. Okay. Also... ich weiß nicht, wie lange die Login-Geschichte ist, aber ja. Düdelüdelüdelü. Das lange. Oh, 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 okay, läuft. Aber ich muss da mal gucken.
Okay, war doch zu viel. Ubala. Ach so, okay, aber kein Zusammenhang mit, dass das zu viel war, oder? Oder hat es echt hart zu Lex geführt? Ah, super, danke. Das war nämlich auch meine zweite Idee. Hätte das jetzt nicht geklappt, hätte ich dich gefragt, ob du das mal ausmachen kannst. Aber danke dafür auf jeden Fall. Meins hat 1653 und deins wahrscheinlich 500.000. Ah. Und wie viele Villager hast du schon getötet?
Ah. Okay, ich will das jetzt auch mal testen. Ender. Oh. Oh. So. So. Oh, ich habe nicht genügend Mana, okay. Verdammt. Nappen. Okay, ja, die Tower Guards kann ich austauschen, das ist kein Problem. Ja, also. Wir haben jetzt ein neues Brotmesser. Und wir brauchen 5000... Oh, gut. Wir brauchen 5000 Mana. Okay, und jetzt töten wir ein... Warden. Okay, ich hab gestoppt. Okay. Ah, okay.
Ich geh dann mal einen Warden killen. So. Geht doch. So, das Caliburn ist jetzt bei 5 Millionen, das Cap, und jetzt müssen wir einen Warden killen, damit wir das upgraden können. Morgen mit 5 Millionen. Mal gucken, wie weit wir den kaputt machen können. So, dann tauschen wir mal den Tower Guard aus, auf jeden Fall. Ach, man kann die...
So. Gastias? Place. Island. Nee, Wool. Und Soul. Mist. Ah, Conduit. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ah, Gold, Apfel. Ich glaube, man braucht Mana auch fürs Upgraden, oder? Aber das müssen wir jetzt ja ausreichend produzieren. Oh. Oh, da. Hast du das irgendwie automatisiert oder standst du die ganze Zeit rum und hast Villager gekloppt?
Ach so. Ja, wie weit hast du dein Schwert denn schon hochgebracht? Das dachte ich gerade, dass das... Au. Okay. Sorry, musste mal eben meinem Kollegen schreiben.
Oh, wie hast du das denn gemacht? Also, ich denke mal mit dem... Hier, wie heißt das? Mit dem Mob-Duplicator von... Dingenskirchen? Okay. Ich bin gespannt. Ich habe sie gerade kaputt gemacht aus Versehen. Du meinst... Moment. Hier, sowas hier. Delightful Dirt oder... Dreadful Dirt? Du kannst diese Rotten Eggs herstellen, zum Beispiel. Da musst du GM Chicken Feed... Die Cursed-Variante an Hühner... Wait a moment. So. So, du brauchst Hühner. Ich habe hier einen Hühnerspawner. Und dann kriegst du ein Rotten Egg. Genau, die goldenen Eier bekommst du, indem du das Grüne machst. Da kriegst du dann das Goldene. Und dann musst du das auf irgendeinen Dirt anwenden, auf ein 5x5 Feld. Genau, aber du kannst das mit Silk Touch, kannst du das abbauen.
Moment. Oho. Ah, oho. Moinsen. Hast du Pink Slime? Ja, komm mal rüber. Da. Gut. Hast du ME bei dir? Was? Tonic ME? Nee. Oder ME-Tron? Okay, dann kommt er. Oh, okay. Hast ein bisschen was, sagst du? Oh. Da unten müsste ein Ding sein, ne? Ah, ein Tank, okay. Okay, da unten ist ein Tank, genau. Okay, wie... Ich brauch diese Rubber Ball, also diese Pink Balls. Pink Slime Balls? Ja. Ist das einfach das Zeug auf den Boden legen, oder? Nee. Ah, die müssen hergestellt werden, okay. Dann würde ich nämlich direkt wieder Bienen herstellen. warte, kann ich auch direkt machen, das wird nicht. Brauche ich bloß Glasscheiben, Moment. Kann ich dir eben geben oder hast du selbst? Moment. Zwei. Okay. Naja, aber hier, du kannst ja dein Schwert auch noch verzaubern, ne? Ja, hatte ich auch gesehen. Mit, oh Gottes Willen. Also normal verzaubern ist klar. Aber hier, guck dir das mal an. Mit der, was du immer findest, mit ganzen Gems und alles. Mhm. Alter Schwede. Also da sind noch keine Gems drauf, du kannst ja auch noch auf Gems anpacken. Ja. Also du hast einfach ein legendäres Dia-Schwert reingeschmissen, oder wie? Nö. Ach so? Das kannst du doch selber noch machen. Okay, ich war noch nie in diesem Apothecia-Mod drinne. Also ich habe da nicht viel mitgemacht. Also wenn, dann bräuchte ich halt was ist das jetzt so? Diese Gems, die Godly sind oder so? Weil die hast du ja bestimmt. Weil Gems hast du ja bestimmt gesammelt ohne Ende schon. Ja. Habe ich so ein paar. Ach nee, die Schwerter davon, sorry. Die Schwerter oder Rüstungen, so rum. Also die orangenen Schwerter oder orangenen Rüstungsteile, so rum. Ah, okay. Ja, nee, die sind alle aussortiert worden. Ah. Weil dadurch kriegt man nämlich, das kannst du, warte mal, muss mal kurz mit hochkommen. Da kannst du ja kurz mal hier den Raystone nehmen. Ah. Dankeschön. Weil das habe ich nämlich unten, die Apothecia-Mod.
verteile ich mich hier drinne. Da. In dem ersten Tisch. Ah, diese Godforged. Gems zusammenpasseln. Hm? Die noch nicht godlich sind. In dem zweiten, da hast du zum Beispiel auch diese die Godforged Pearl. Die brauchst du zum Beispiel, um so ein Rüstungsteil oder Schwert damit zu verzaubern. Ah, okay. Oh, eine Library of Axon. Und haust du die ganzen Rüstungsteile drin, um die die Teile rauszubekommen dann? Genau. Ah, okay. Zum Beispiel die Pear. Hm. Oder auch diese Crystals oder Arcane Wand. Alles, was man dafür braucht. Halt kommt immer drauf an, welche Rüstungsteile du gerade hast. Davon lila, orange, blau. Ah, okay. Ja, doch, langsam kommen Erinnerungen zurück. Mhm. Und kann man... Oh Gott, was ist das denn hier? Nehmen wir eine Spawner an. Sind alle bloß auf Redstone Control. Dementsprechend, wenn ich mal eben brauche oder so. Ah. Dann gucke ich mal, was ich brauche. Ja, die Tower Guards sind nicht gut. Die sind halt immer in der Server Control. Ja, genau. Die tauchen da so oft auf, als ob auch ein Spieler stirbt oder irgendwas anderes. Ja. Ja, hatte Calvin erzählt und die haben sich irgendwie gestackt und dann den Lag des Todes erzeugt. Genau. Auch wenn sie gestorben sind, die sind weiterhin an der Serverkonsole aufgetaucht und ja. Vielleicht lacht das auch an deinem Login. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe den jetzt ausgetauscht. Genau, eins. Weil bei mir das schon so hoch ist. 142.000 ist es mittlerweile. Zu meine Mob-Farben. Ah. Da wollte ich dir doch auch noch was zeigen. Vorsicht, ich könnte so Damage kriegen. Oh Gott. Ich bin eingeschlossen. Musst du nach vorne und dann hoch. Ah. Ja. Ich sag, ich könnte so Damage kriegen. Ah, ja, das hatte ich gesehen. Dass du die irgendwie in die Jars reindrücken kannst. Genau. Und die werden dann über den hier unten verarbeitet. Genau. Die Farben wird praktisch gesehen wie die, wie als ob du einen Mob-Grinder hast. Okay. Weil wenn du mal in die Kiste hier drin guckst. Oha. Mhm. Also die, der, weil die haben auch die Reichweite bis zu der Mob-Farm hinten, das ist ein Problem gerade. Normal will ich sie nochmal umbauen. Okay. Deshalb sind die an den Spitzhacken von der Mimik mit bei. Und hier sind gerade bloß so viele Kreise, weil Calvin seine mit bei sind. Ah, okay. Man sieht halt, man kriegt halt nur Damage, wenn ich auch da bin. Ansonsten würde man kein Damage kriegen. Ja, das hat man bei mir ja festgestellt, als ich kein Mana hatte. Genau. Ja, und auf so einem Pedestal kannst du halt maximal 20 von diesen drei hinstellen. Mhm. Und umso schneller sind sie halt. Ah, okay. Und da kannst du wirklich jedes Mob reinstecken. Egal welches. Okay, deswegen habe ich die nicht mehr gefunden. Weil ich habe ja auch. Was war denn das da? Ich habe auch diesen Sid Neverwhite Monster. Ja, das habe ich auch. Habe ich auch eingesperrt. Ancient Knights, ne? Nein. Das 15.000 Monster. Ja. Okay, geil.
Okay, damit kann man ja wirklich alles, was du normalerweise händisch farmen musst, kriegst du ja dann so raus. Nur der hier funktioniert bei mir irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Was ist das? Der Chicken Spawner? Jo. Warte. Liegt wahrscheinlich hier dran. Ach Gott. Ich wusste, dass ich gerade vergessen hab. Ja. Nee, aber das hier meine ich, das Monster. Oh! Jetzt weiß ich, wo er hin ist. Hast du ein Besuch? Ja, ich dachte, mit dem Schwert kann ich den jetzt endlich mal töten. Ja. Wie heißt das nochmal? Das war einfach nur ein Netherite-Monster, ne? Ja. Netherite-Monster oder irgendwie so. Oh, da gibt es ein Spawn-Egg von. Ja, aber so macht es sich doch einfacher. Weil die haben 15.000 Leben. Naja, mit hier dem Slaughterhouse von Industrial Foregoing kriegst du den ja instant weg. Ja, aber brauche ich gar nicht. Das reicht doch, wenn ich so die Hämmer sammle. Ja. Fünf Star. Weil ich glaube, ich habe jetzt 200-300 Hammer auf dem System. Wie fies. Warum? Ich habe überhaupt keinen. Was ist das hier? Spike Plate, okay. So, was habe ich mir geholt? Oh, ich habe einen Koloss. Okay. Wie heißen denn die nochmal genau? Jetzt muss ich nochmal gucken. Was? Hm? Was hast du dir geholt? Ein Koloss. Ach so. Und die Mimic wollte ich auch noch holen. Ah. Ach so, wenn du schon mal hier bist, holst du dir gleich alles, ja? Nee. Du musst ja die Chance nutzen. Nein, weil diese Viecher hier wollte ich eigentlich über dieses Gras sammeln, weil die spawnen ja auf diesen Dirtle-Fall-Light-Gras. Genau. Oh wow, ich hab einen Creeper. Ich hab halt nicht mehr rausgefunden, wie das hier in dem normalen Nordtrack geht. Und im Sky-Modus, wo ich gespielt hatte, da konnte ich die goldenen Eier so kaufen. Ah, okay. Ja, damit du wahrscheinlich kein Dirt verschwendest oder so, ne? Nee, Dirt brauchtest du trotzdem, aber du konntest halt auf die Eier klicken und dann normal craften, ohne dieses Zeug. Du brauchtest irgendwie Dirt, normale Essenzen und irgendwas anderes noch. Ah, okay. Und glaube Chicken Ei. Ja. Ja. Damit solltest du. Wie heißt denn der Hammer von dem Viech? Oh, gute Frage. Ich glaube, da brauchst du ja wirklich nur Hammer? Nee. Nee, eben nicht. Nazarite. Monster. Doch bloß im Dings gucken. Ja, das war der Kataklysm-Mod. Und der Hammer heißt Void Forge. Oder Infernal Forge. Forge. Gott, wie groß sind die? Ein bisschen. Die brauchst du halt für einen Stern. Ah, und dann macht man mit dem Void Core und dem für den Void Timer, ne?
Ah, ja, jetzt kommt's. Okay. Oh Gott. Okay. Das hat hier ein bisschen geleckt und dann kam das irgendwie eine 2 Sekunden später nach dem Drücken. Ja, cool. Nee, und gerade bin ich noch an der nächsten Mod dran. Welche kommt jetzt? Jetzt kommt... warte mal... der Master of Oblivion. Master. Oblivion Shard. Oblivion Shard. Ah. Bei ATM Starter ist es, das müsste auch was. Oh, diese Forbidden Arcanus. Eternal Stella. Oh Gott, das sieht ja schon wieder. Mhm. Nervig aus. Habe ich oben auf dem Dach. Also, wenn du mir... warte. Man kann ja diese Stellar Rides herstellen. Stellar Rides? Oh Gott. Du brauchst ja diese X-Petrified Orb, ne? Und mit einer... Eternal Stella, kannst du dir das ein Crafting oder ein Spawn Egg für ein Ei dafür holen? Das gibt aber auch eine Biene, ne? Ja, ja, genau, meine ich. Die Biene musst du über ein Spawn Egg holen. Jetzt nochmal. Die heißt Stellarite B. Okay. Was ist denn hier? Was ist das denn? Du hast Besuch. So. Ja. Quarkmod. Gott. Step her. Hier. Crafting Rezept for Speed. For Beanek. Genau. Ich aber auf alle Fälle einmal das Diamantenbeet Spawn Egg haben. Ja, das kann ich dir herstellen, das ist kein Problem. Ja, dann die Experience Orbs und Moment, die Eternal Stella muss ich auf alle Fälle zweimal machen. Also diese X-Petrified habe ich und die Stella Pieces habe ich auch. Also, Experience Orb hast du ja. Hier, diese Plates. Wie heißen sie? Achso. Für die Eternal Stela. Aber man muss ja erstmal die Forge bauen. Ja. Oh Gott. Dann muss man oben auf dem Dach gucken. Ich sagte doch, ich baue alles oben auf dem Dach jetzt. Alles muss noch in die Höhe. Ah, okay, das ist die Forge. Musstest du den Boden so bauen, oder? Ja, weil da kommen doch noch die Pedestals hin. Okay. Worauf das alles hier gelagert wird. Weil das ist ja nur der Tisch, wo die ganzen Sachen reinkommen.
zum Beispiel Blut, Experience, Souls und Aura. Ah, okay. Und außen kommen die Pedestals hin, wo die Sachen hochgepackt werden. Mhm. Das hört sich schon wieder nach einer Megamod an. Mhm. Aber das hält sich ja sogar noch einigermaßen in ja, Grenzen. Das hält sich in Grenzen. Aber ich habe mich halt bloß reingewagt, weil wir jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4 Stück fertig haben. Mhm. Fünfte hätten wir auch schon, die sechsten und siebten sind wir jetzt dran, auch schon fast fertig. Und jetzt bin ich am achten dran. Ah, okay. Und jetzt hatte ich mich halt immer gedacht, jetzt mache ich mich mal an den Eternal Stellar ran. Oh. Ja, dann fehlt. Dirtle habe ich mir dran gemacht, weil ich das Blut sammle für den Tisch hier. Weil da brauchst du wieder andere Blut für. Was für Blut brauchst du denn da? Oh. Warte mal. Ja, das Blut. In der Flasche. Testtube. Okay. Aber da ist ja schon Blut drin. So? Ja, da müsste Blut drin sein. Ja, da müsste Blut drin sein, oder? Ja, ist Blut drin. Ja, und das killst du wiederum mit einem Mystical Dagger. Muss der Peaceful Monster. Oh Gott. Ich wollte gerade gucken, ob man irgendwo. Ja, wenn du Blatt suchst, findest du dann eben nichts. Nein, findest du nichts. Ach, ist das gemein. Na, jetzt will ich erstmal den Tisch noch upgraden hier. Und für die Fiole gibt's noch nicht mal mehr ein Crafting-Rezept. Doch. Deswegen konnte ich selber sehr stehen. Ah, okay. Es gibt eine Testtube mit einer Blutanzeige und eine ohne. Okay. Und die ohne musst du halt erstmal craften. Okay. Ja, das war erstmal hier und her, weil ich musste ja die verschiedenen Blöcke hier erstmal craften wieder. Und der Tisch in der Mitte, der wird halt aus einem Schmiedetisch hergestellt. Ah, okay, also du platzierst den einfach und dann wandelt der sich so, oder wie? Nee, da musst du mit einem anderen Dust noch draufklicken. Ah, oh, okay. Was ein Stress. Ja. Aber so ist das doch nicht. Na gut. Ja. Werte muss ich dann noch machen. Das hat ja 5 Millionen und ja, wie gesagt, 501 jetzt. Na, damit kriegst du auch alles weg. Hm. Ja, ich werde jetzt mal die Bienen weitermachen und dann denke ich mal auch in Feierabend gehen. Ach doch schon. Ja, ich muss morgen wieder früh raus. Ein Kollege hat gerade geschrieben, dass er morgen wahrscheinlich krank ist. Und dann kann ich nicht ausschlafen. Okay. Ja. Das Wichtigste, ich habe jetzt erstmal wieder der Dörte voll. Zurück, die goldenen Eier. Ja, also. Kann ich passiv Mobs killen. Ja, als. Sammelt sich das Blut schneller. Ja, als Tipp: Setz Vector Plates oben drauf, dann wächst kein Gras.
Das kann ich nur empfehlen. Weil sonst... Die spawnen trotzdem, ja. Genau, die spawnen trotzdem. Aber wenn Gras drauf ist, sind die, glaube ich, überhaupt nicht mehr gespawnt. Oder du machst mit einem Builder, der irgendwie alle 10 Minuten getriggert wird und da einmal das Gras abbaut. Auch Vectorplates sind schon ganz gut, dann wollten hin und her rennen. Genau. Hast du eigentlich schon so eine Bottle, nee, oder Time in a Bottle? Ja. Nice. Die muss ich mir, oh, kann ich mir noch nicht herstellen, okay. Fehlen dir die Speed Augments? Ja, genau. Ja, die fehlen mir leider. Ja, weil ich da in Mystical noch überhaupt nicht reingegangen bin. Obwohl, das hält sich ja aber auch wiederum in Grenzen, ne? Ja. Hast du dir eigentlich mal Gregtech angeguckt? Noch nicht. Also zum Glück ist das nochmal komplett was Separates, was man nicht unbedingt braucht, aber... Das sieht halt völlig übertrieben aus. Bin gleich wieder da, dann kann ich dir die Speed Augments machen. Oh, cool, danke. Ich habe doch gestern hier den Bilder in der Stadt gesetzt.
und die letzte Biene. Speed Augments in der Arbeit. Cool. Cool, dankeschön. Na, keine Lust mehr an einem Schädel zu basteln. Nee, dadurch, dass der kaputt gegangen ist, hatte ich bis jetzt noch keine Zeit mehr dran. Und Lust. Oh Gott. Oh, gut, dankeschön. Yay, jetzt habe ich auch einen. Geht auch. Ja, danke schön. Und damit werde ich jetzt auch Feierabend machen. Mach das. Dann schönen Abend dir, ne? Ja, ich werde meine passive Dings noch machen, den Farm. Mhm. Damit ich das Blut sammeln kann. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Soul Extractor eventuell noch. Was ist das denn schon? Ja, brauche ich auch Seelen. Seelen brauche ich auch noch für das. Aber nicht das Teil von... Ach, oh Gott. Also dann... Ich auch von Forbidden sein. Ja, dann müsstest du dir eigentlich für den nächsten Stream oder für deine Folgen ein Ghostbusters Outfit holen. Aber... warte, lass mich eben. Ich glaube, wenn du in gewissen Gegenden unterwegs bist, spawnen anstatt zum Beispiel Kühe auch Seelen und so weiter über dieses Delightful Dirt. Ja, das kann möglich sein. Mal gucken. Jo. Jo, dann dir viel Spaß noch. Dir auch. Dankeschön, ciao. So, und jetzt auch hier im Stream. Ich
Ich mache Feierabend. Ja, ich bin hart K.O. Und dann sieht man sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Morgen dann von Anfang an Minecraft und nicht wie heute. Genau, und dann schönen Abend noch, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Cheerio und auf Wiedersehen. Ciao und danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Ciao.